hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute wieder einmal in Zusammenarbeit mit Gerald, der nicht aufhören kann, seine Untersuchungen anzustellen und so tief gräbt, dass wer in diese Grube reinfällt, da schwierig wieder hinauskommt. Das ist genauso eine Grube wie in der Bibel beschrieben, in der der gefallene Engel gestürzt wird, der diese Welt im Augenblick regiert. Und weshalb wir diese ganzen Sendungen überhaupt nur machen müssen, weil viele Leute überhaupt nicht wissen, wer diese Welt regiert. Meine Lieben, geschaffen wurde sie von Elohim, von unserem Vater im Himmel, aber regiert wird sie im Augenblick vom Teufel, weil der Mensch sich von seinem Vater abgewendet hat und weil der Mensch lieber das Idol liebt, das ihn hasst, als den Gott zu lieben, der ihn geschaffen hat. So ist es leider in dieser Welt, und das macht sich in unglaublich vielen verschiedenen Punkten bemerkbar. Unter anderem macht sich das bemerkbar in Kriegen. Ich habe letzte Woche weniger, aber die Woche davor hatte ich ja noch gelesen in diesem Buch Hellstorm. Da geht es um den Untergang des Nazireichs 1944 bis 1947. Und da geht es darüber, wie diese, ich habe ja nur die ersten 40 Seiten gelesen bis jetzt, aber da geht es darum, wie zum Beispiel Städte wie Darmstadt, München, Berlin, Hamburg, alle bombardiert wurden, Köln bombardiert wurden und teilweise mit Brandbomben bombardiert wurden. Und wenn man dann sich wenn man sich das dann durchliest, dann hat ja, also bei mir ist das immer so, wenn ich so ein Buch lese, dann habe ich immer das, was beschrieben wird, vor dem geistigen Auge. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, von den brennenden Menschen, die teilweise im geschmolzenen Asphalt versinken und brennend durch die Straßen laufen, da konnte ich nicht anders als dran denken, an die Autodafés aus der Inquisition. Und wenn man dann solche Bücher liest, solche, Zeugenaussagen liest, die da gemacht wurden, dann kann ich nicht anders als festzustellen, die Inquisition ist nie gestorben, und die Inquisition wird heute fortgesetzt in großen Kriegen. Entweder in Weltkriegen, wie dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, die wir bis jetzt hatten, oder aber in Kriegen wie zum Beispiel in Vietnam. Denkt da mal daran, wie man nicht nur mit Agent Orange probiert hat, die Leute zu vergiften, sondern wie man auch mit Napalmbomben, die in Brand gesteckt hat, lebende Menschen verbrannt hat, wie man das auch wahrscheinlich im Koreakrieg gemacht hat, wie das angefangen hat, wie Gerald ja uns erzählt hat, mit der Legion Condor im Bürgerkrieg, im spanischen Bürgerkrieg,
1936 bis 1939, wo man eben das erste Mal die Zivilbevölkerung aufs Korn genommen hat und gar nicht mehr irgendeine Frontlinie gemacht hat, sondern einfach die Zivilbevölkerung bombardiert hat. Das hat sich im Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Und wenn man dann sieht, wie die Leute da teilweise wirklich jetzt in Brand gesteckt wurden, dann erinnert mich das an die Autodafés aus der Inquisition. Und dann ist es für mich überhaupt keine Frage, ob die Inquisition heute noch gibt. Es gibt sie noch. Nur heute fährt sie nicht mehr mit irgendwelchen Wägelchen von Stadt zu Stadt und sucht sich die Leute raus, die sogenannte Heretiker sind. Nein, heute werden ganze Städte von vornherein selektiert, ausgewählt und dann bombardiert. Entweder, wie wir das gesehen haben, im Ersten und vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, im Irakkrieg. Anfang der 90er Jahre. Ein Freund von mir hat damals sogar die ganzen Sendungen auf CNN aufgenommen. Der fand das so toll, wie man da nachts die Bomben sah und alles drum und dran. Ja, was waren wir damals noch verblendet und in was für einer Welt lebten wir damals, die wir uns selbst gestaltet haben, anstatt in der Welt zu leben, die Gott uns aufzeigt. Und weil Gott uns die Welt aufzeigt, wie sie wirklich ist, sind wir heute wieder hier und sagen euch, dass all diese Kriege basiert sind auf Glaubensnormen, auf Religion, Religionskriege sind und daher Kreuzzüge sind, weil es ist nur einer, der in dieser Welt Kreuzzüge hält. Das ist der Antichrist, das ist die römisch-katholische Kirche. Diese Kreuzzüge sehen heute vielleicht anders aus als vor 900, 800 Jahren, im 11. und 12. und auch 13. Jahrhundert, als sie ja stattgefunden haben. Aber es ist immer noch dieselbe Soße. Und es ist immer noch dasselbe Geschmäckle, was dabei sitzt. Und das möchten wir euch mit dieser Sendung aufzeigen. Wir dürfen niemals vergessen, dass hinter all diesen Kriegen ein religiöser Hintergrund steht und dieser religiöse Hintergrund von demjenigen ausgeführt wird, der im Augenblick die Macht hat, diese Welt zu regieren, weil ihm die Macht gegeben wurde. Das sagt er selbst in Lukas 4, als er Jesus anspricht und sagt, all diese Reiche werde ich dir geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Weil es ist mir gegeben, sie zu geben, wem ich will. Das hat er gesagt. Und da hat er nicht gelogen. Er ist der Vater der Lügen. Ja, aber das war die Wahrheit. Er hat die Macht bekommen, das zu machen, weil die Menschen sich von ihm, von dem wahren Vater, abgewendet haben. So, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde eine Einleitung mache und wir werden gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht, möchte ich gern den Gerald ans Mikrofon lassen. Aber behaltet bitte im Gedächtnis, wenn wir diese Sendung machen, dass es hier darum geht, um euch aufzuzeigen, dass Kriege noch immer Religionskriege sind und dass Kriege angezettelt werden von den Königen dieser Erde. Und die Könige dieser Erde sind diejenigen, die sich in Psalm 1, wenn ich mich nicht irre, 1 oder 2, verschworen haben gegen den Herrn und die in Offenbarung 17 ganz deutlich diejenigen sind, die Unzucht getrieben haben mit der Hure von Babylon. Und aus diesen zwei Fakten, aus den Psalmen und in Offenbarung, nur mal eben die zwei genannt, daraus ziehen wir unsere Kraft und unsere Fakten, um euch das beizubringen, was wir heute lernen. Hier gehen wir jetzt nicht bestimmt in Kriege rein, denke ich mal, heute, was der Gerald vorbereitet hat, aber wir gehen in die Hintergründe der Kriege rein. Wir gehen in die sogenannten Politiker rein, die diejenigen sind, die das arme Volk in den Tod schicken, die dafür sorgen, dass die Autodafés auch heute noch stattfinden. Die Leute schauen wir uns an, die Drahtzieher. Und jetzt, bitte Gerald, lasse ich dir das Wort. Einen schönen guten Abend, lieber Jörg, schönen guten Abend an die Zuhörer. Ja, eine klasse Einleitung, wobei das Wort klasse, naja, also es ist natürlich dramatisch. Wir alle wissen ja, dass die Geschichte voranschreitet und die Kriege, also die modernen Kreuzzüge eben auch ihren Grund haben. Und wir haben ja in der Lesung angefangen zu beweisen, dass sozusagen all das mehr oder weniger nach Rom führt, alle Wege führen nach Rom, ihr kennt ja den Spruch und die ganzen Kriege, auch die in der jüngeren Geschichte und auch die im Mittelalter beginnend, waren alles Religionskriege zum großen Teil. Und ja, Jörg hat die Inquisition angesprochen. Ich habe gerade durch Zufall hier ein Buch vor mir, das habe ich gerade mal aufgeschlagen, nennt sich Historische Anstöße. Und da habe ich doch tatsächlich einen Artikel gefunden, da steht mehr oder weniger die Konfessionalisierung der Sprache oder unter diesem Artikel die Konfessionalisierung der Sprache drin, dass die Inquisitoren sich gegenseitig in Briefen
Gesundheit gewünscht haben. Also die haben sich gegenseitig immer dazu beglückwünscht oder geschrieben, dass sie doch bitte gesund bleiben mögen. Und das heißt et si conservi sana. Und gesund bleiben, nicht vor irgendwelchen Viruskrankheiten, sondern vor der Ansteckung, die von den Inquisitoren mehr oder weniger gefürchtet wurde. Und zwar die Ansteckung vor der Ketzerei und der Häresie, wenn man es genau nimmt. Dass das natürlich finsterstes Mittelalter ist, ist klar. Aber insofern, da musste ich gerade dran denken, dass also auch diese Sprache, die wir benutzen, ne, bitte bleiben Sie gesund. Gerade in den letzten 3 Jahren war das ja immer ein Thema, ne, dass es eigentlich Sprache der Inquisition ist. Ne? Zumindest hier aus diesem wissenschaftlichen Beitrag von historische Anstöße. Verfasser ist der Peter Schmidt. Sehr, sehr interessant. Nur mal so als kleinen Nebenhergeschmack. Genau. Ansonsten, ja, die Politik geht voran. Die ganzen Dinge schreiten voran, mehr oder weniger hat man darauf keinen Einfluss. Der Punkt ist, dass man eben ja auf die Dinge hören sollte, die eben nicht so laut sind, die nicht so offen kommuniziert werden. Ich hatte da jetzt gerade was aktuell, den Ukraine-Konflikt, das mal in einem russischsprachigen Medium mal gelesen, dass sich da die Geheimdienste zufälligerweise in Armenien waren, die von der CIA und von dem russischen Geheimdienst zusammen, also die haben natürlich gesagt, die waren niemals zusammen und die haben sich auch nicht getroffen, aber die waren alle in demselben Land zur selben Zeit am 15.07. Fand ich auch interessant, eine Anekdote, habe dort versucht, mal ein bisschen weiter zu recherchieren, ob da irgendein Treffen da gemacht wurde, beziehungsweise ob da irgendwelche Informationen sind und außer, wie gesagt, ein paar Lokalblätter, die darüber geschrieben haben, die das im Internet veröffentlicht haben, was man dann wieder mit verschiedenen Übersetzungsprogrammen dann entsprechend sich übersetzen lassen kann, war dazu absolut nichts zu finden. Und das fand ich sehr interessant, dass solche Treffen im Hinterzimmer nicht mal eine Schlagzeile wert sind und dann auch ganz schnell wieder verschwinden, diese Informationen. Ne? Und da ist es eben schwierig, hinterher zu kriechen. Und genauso ist es natürlich auch mit unserer Lesung. Zumal wir ja natürlich ein riesen Thema angesprochen haben, ne, mit dieser ganzen Bundesrepublik. Wir haben ja versucht, den Nachweis zu führen, dass mehr oder weniger die Politik von der Kirche geleitet und geführt wird. Wir haben da ja diese Hintermänner, die wir jetzt als Hintermänner als solche erkennen können, ein bisschen bloßzulegen, sind da eben auch über diesen Herrn Maria Globke gestolpert. Und hatten den eigentlich auch schon mehr oder weniger abgeschlossen, weil das Thema mehr oder weniger durch war, bis ich eben jetzt die Woche, ja, der Zufall will es, ein Original Spiegel-Zeitschrift von 1956 in die Hände bekommen habe, vom Spiegel-Antiquariat. Ausgabe ist der 4. April. Und dort fand ich was Interessantes zu lesen. Und das, was ich dort gelesen habe, hat sich ebenfalls wiedergefunden in dem bereits von mir vorgestellten Buch Der Mann hinter Adenauer. Und der Jörg ist jetzt mal bitte so lieb und geht mal bei dem PDF Der Mann hinter Adenauer. Das ist also ein Buch, was man kaufen kann. Was sehr interessant ist, was diese ganzen Hintergründe beleuchtet von dem Globke. Mal bitte auf die Seite 19 im Buch. Seite 19 im Buch. So, der Jörg muss nämlich heute ein bisschen mitarbeiten. Genau, so, Seite 19. So, und da lesen wir, ja, da lesen wir. Ja, genau, dort mit dem Gelb. Das Gelb ist ganz gut. Das ist ganz gut. Da lesen wir, dass der Adenauer, in dem Buch jetzt hier lesen wir das, nach seinen Europaverhandlungen in Paris eben ja dann mehr oder weniger ein Buch gereicht bekommen hat, was sozusagen dort mehr oder weniger auf dem Schreibtisch gelegen hat. Und da soll wohl irgendwie dann dieser Satz überliefert worden sein von Adenauer, der dann sagte zu seinen Bediensteten, vergessen in diesem rheinischen Dialekt, ne, vergessen Sie nicht das einzupacken. Das bringe ich dem Herrn Globke mit. Zitat Ende. Ja. Und das fand ich dann interessant, ne, solche kleinen Sachen. Und ja, das ist ein Buch, und zwar eine Biografie über Napoleons Polizeiminister
Josef Fauché. Ich glaube, so spricht man es richtig aus. Jörg, du kannst mich gern korrigieren, ne? Josef Fauché. 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 U ausgesprochen im Französischen. Fauché. Fauché, okay. Josef Fauché. Ne? So, und zwar ist das ja eine Biografie, also dass diesen Mensch gab es wirklich, von Stefan Zweig. Stefan Zweig ist ja ein bekannter Autor. Und in diesem Vorwort hat er dann geschrieben, dass eben dieser Fauché eben nicht oder überhaupt nicht beliebt war. Und jeder, der irgendwo bewandert war mit der Feder und mit Tinte und geschrieben hat, hatte dann entsprechende Betitelung für diesen Polizeiminister eben übrig. Ne? Zum Beispiel geborener Verräter, armseliger Intrigant, glatte Reptiliennatur, gewerbsmäßiger Überläufer und so weiter und so weiter. Ne? Und da steht hier sozusagen dann in dem Buch drin, mehr oder weniger eine offene Frage, was mag wohl der Herr Konrad Adenauer mit diesem Mitbringsel an den Globke wohl im Sinn gehabt haben? Großes Fragezeichen. Ne? Ja, das fand ich interessant, zumal Reptiliennatur erinnert mich gleich an den sogenannten Reptilienfonds. Das war ein Schwarzgeldfonds, der von Globke verwaltet wurde. 12,5 Millionen Mark waren das. Und habe ich viel Geld für die damalige Zeit. Und aus diesem Fonds hat er eben dann alle möglichen Leute in den Ministerien und so weiter entsprechend finanziert, geschmiert oder wie auch immer. Ne? Das ist halt alles nicht nachweisbar in dem Sinne, aber die Existenz von dem Reptilienfonds fand ich schon interessant. Ja, die ist bestätigt. So, und lieber Jörg, jetzt nochmal bitte zum Spiegelartikel. So. Zum Spiegelartikel. Und zwar, genau, auf der Seite 15, genau, das ist übrigens nochmal der Herr Globke, ne, dieser sympathische Mensch. Man glaubt gar nicht, dass dieser Mann, ne, dieser nett lächelnde Herr, ja, so als Faust die Kinder in Ohren hat. Und ja, und da, wie gesagt, ein sehr interessanter Artikel über den Globke drin. Ich habe jetzt hier ein bisschen, ich habe mir den jetzt einfach mal abkopiert und ja, habe dann jetzt auch durch Zufall gefunden, dass hier auch die Konrad-Adenauer-Stiftung nochmal erwähnt wurde auf der Seite 14. Das ist insofern auch interessant, weil es dort auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein muss. Da sind wohl auch öffentliche Gelder zweckentfremdet für Parteiwerbung, parteiinterne Dinge der CDU damals finanziert worden. Also auch mehr als dubios. Ja, also die Entstehung Konrad-Adenauer-Stiftung, ihr wisst, die Konrad-Adenauer-Stiftung gibt es noch heute. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat viele von den jetzt aktuell amtierenden Politikern in ihrer Ausbildung unterstützt. Ja, ihr wisst, dass es da Stipendien gibt. Und ihr wisst auch, dass da bestimmte Leute reingekommen sind. Ne? Wir hatten ja in der Vergangenheit ja schon den Laschet angesprochen, wir hatten den Merz angesprochen und die haben eben alle dasselbe Gesamtbuch, ne? Nämlich römisch-katholisch. Und das ist die eine der wichtigsten Voraussetzungen, ne? Für die entsprechenden Stipendien. So, Konrad-Adenauer-Stiftung, sehr interessant. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung, wie gesagt, kennen wir auch noch aus dem Punkt heraus, dass eben dort die ganzen Akten von dem Globke, die eigentlich normalerweise ins Bundesarchiv gehören, wo dort jeder, der sich dafür interessiert, eben Zugang findet, eben dort in dieser immer noch privat geführten Stiftung da versteckt werden und sich mehr oder weniger ja, damit der Öffentlichkeit eben entziehen. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Also von daher, ne, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist also uns da schon mehrmals über den Weg gelaufen. So, und jetzt, Jörg, genau, ist hier auf der Seite 15, und zwar links, das ist der zweite Absatz von unten, genau nochmal dieses Thema aufgeführt, wo sozusagen der Adenauer mehr oder weniger dieses Buch in die Hände bekommt. Und das würde ich jetzt nochmal vorlesen. Oder Jörg, du kannst das auch gerne vorlesen, wenn du magst. Du bist ja der begnadete Vorleser. Ja, nur wo meinst du jetzt? Nach Abschluss oder was meinst du? Nur genau dort, das würde ich sagen. Ne? Ja, ich frage nur, weil du hast hier einige blau gemacht, deswegen wusste ich jetzt nicht, wo du genau meinst. So. Nee, das nicht. Das ist das andere. Genau, nur nach Abschluss. Nach Abschluss, okay. Ja. Unterbreche mich dann, wenn ich aufhören muss zu lesen, weil sonst lese ich mich in Rage.
Ja, okay. Okay, ja gut, wollen wir eben sehen, dass alles gut aufgenommen wird, ja. Nach Abschluss einer der ungezählten Europakonferenzen in Paris war es geschehen, dass der Kanzler in seinem Quartier an der Seine die Vorbereitungen für seine bevorstehende Rückkehr heim in den Bonner Bund selbst überwachte. Während er durch seine Zimmersuite spazierte, lauschte er mit einem Ohr dem Vortrag seines früheren, inzwischen verstorbenen Pressechefs Paul Bourdin und überwachte mit einem Auge das Packen seines Konferenzgepäcks durch einen Bediensteten. Im Schlafzimmer angekommen, verhielt er seinen Schritt und nahm vom Nachttisch einen schmalen Band, der ihm nach der tagesfüllenden deutsch-französischen Freundschaftsbeteuerung als Ablenkungslektüre gedient hatte. »Vergessen Sie nicht, das einzupacken«, mahnte er den Bediensteten. Und zu seinem Mitarbeiter gewandt, »das bringe ich dem Herrn Globke mit.« Dem Paul Bourdin gelang ein Blick auf den Einband. Es war Stefan Zweigs Biografie von Napoleons verschlagenem Polizeiminister Joseph Fouché. Fouché, auch Herzog von Ontrano, dessen Wesen und Wirken zu studieren nach der anzüglichen Ansicht Konrad Adenauers für Hans Globke gewinnbringend wäre, wird vom französischen Lexikon Nouveau Larousse 1934 so charakterisiert, Zitat. Ihm fehlte nichts an Geschicklichkeit, wenig an Verstand, aber alles an Tugend. Ende Zitat. Das aber ist von mir hinzugefügt. Balzac rühmt ihm nach, er habe, Zitat, mehr Macht über Menschen besessen als selbst Napoleon. Ende Zitat. Und Stefan Zweig gesteht, den französischen Memoiren und Geschichtsschreibern gleich welcher Couleur, Zitat, läuft sofort die Galle in die Feder, sobald sie nur seinen Namen hinschreiben. Armseliger Intrigant, glatte Reptiliennatur, niedrige Polizeiseele. Ende Zitat. Vor so geachteten Schmähungen, wie sie dem Joseph Fouché statt Grenzen mit ins Grab gelegt wurden, wird der Staatssekretär im Bundeskanzleramt Hans Globke heute noch durch das Strafgesetzbuch geschützt. In den vom Recht gezogenen Grenzen, indessen haben sich auch seine Zeitgenossen in den vergangenen Jahren nach Kräften bemüht. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Mellies warnte den Bundeskanzler schon 1951 im Bundestag, dass sein engster Mitarbeiter einmal eine schwere Belastung vor der Geschichte für sie sein wird. FDP-Chef Thomas Derler stöhnte kaum einen Tag in der Opposition dumpf, Zitat, Globke hat einem Geist gedient, dem Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Ende Zitat. Der sozialdemokratische Jurist Arnulf Arndt apostrophierte das vom Staatssekretär im Palais Schaumburg geleiteten Klüngel als Bundessicherheitshauptamt und Globkes Taten in der Vergangenheit als juristische Prostitution. Die Gazetten mühen sich redlich, immer neue Titel für den vielgelästerten Vertrauten des Kanzlers zu finden, angefangen von der leise tretenden Sphinx über die schwarz-graue Eminenz bis zur Spinne im Bonner Netz. Nur die Schlange im Morast hat keiner gewählt, hä? Was sind Sie nur für ein Mensch? Fragte Mitte März die Frankfurter Rundschau. Sie kleben mit einer Dickfälligkeit, die einem Elefanten Ehre machen würde an ihrem Posten, konstatierte zur gleichen Zeit die Stuttgarter Zeitung. Bundeskanzler Konrad Adenauer hat diesen Mann seit 7 Jahren allein gegen alle Angriffe und Attacken der politischen Scharfschützen in Bonn abgeschirmt und gehalten. Wird im intimen Zirkel des Palais Schaumburg etwas gegen den Staatssekretär vorgebracht, winkt nun ab, ha, lassen Sie mal, der liebe Herr Globke. Werden die Angriffe in der Öffentlichkeit geführt, klettert der greise Kanzler unverzüglich aufs Podium des Parlaments. 4-mal hat er von dort für Globke gestritten. Im Bundestag bekannte er, Zitat, dass ich in der langen Zeit, in der ich im öffentlichen Leben tätig bin, kaum jemals einen Beamten kennengelernt habe, der mit gleicher Pflichttreue und gleicher Objektivität seines Amtes waltet, wie Herr Globke. Ende Zitat. Als Thomas Dehler im Februar in einer Pressekonferenz erklärte, Typen wäre der geschäftsführende Bundespressechef Edmund Forschbach und dessen Vorgesetzter Hans Globke würden sich, Zitat, besser in Franco-Spanien als in einer deutschen Demokratie ausnehmen, Ende Zitat,
Da fand Konrad Adenauer vor seinen journalistischen Teegästen im Palais Schaumburg kein Wort der Verteidigung für seinen verlegen dabei sitzenden Pressechef. Für den Staatssekretär aber argumentierte er mit seinem schlichten Humor. Nun soll er auch noch in die Phalange, wo er doch so gar kein Spanier ist. Als der Journalist Hans-Ulrich Kemsky von der Süddeutschen Zeitung vor Ostern Hans Globke besucht hatte, um ihn für das Münchner Blatt zu porträtieren, stöberte das Bundeskanzleramt den Kemsky wenige Tage später im verschwiegenen FDP-Tagungsort Wimpfen auf, um ihm eine Einladung Konrad Adenauers ins Palais Schaumburg zu übermitteln. Der Kanzler wollte vor dem Münchner Journalisten für seinen Mitarbeiter Globke zeugen. Sagte Konrad Adenauer zu Kemsky, Zitat, Globke kennt nur absolute Hingabe an die Sache. Ende Zitat. Er, Adenauer, werde auch dann weiter zu seinem Staatssekretär Globke halten, wenn das im Wahlkampf 1957 als eine Belastung empfunden werden sollte. Hans Globke hat seinem Kanzler diese Loyalität vielfach vergolten. Er weiß, ohne darüber zu klagen, dass die seit Anfang des Jahres erhobenen Anwürfe gegen ihn in Wahrheit auf seinen Herrn gezielt sind. Dennoch wagt niemand die offene persönliche Fehde gegen den Bundeskanzler, weil sie bei dem Ansehen, das der einst so große alte Mann im Volk immer noch genießt, leicht gegenteiligen Effekt haben könnte. Als Auftakt begnügen sich Konrad Adenauers Feinde mit einem Stoß in den Vorraum der Kanzlermacht gegen Hans Globke. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Feldzug das Ende der Ära Adenauer ankündigt. Er ist die Ouvertüre einer Götterdämmerung am Rhein. Konrad Adenauer, Zitat, mich unter diesen Umständen von Globke zu trennen, wäre eine menschliche Gemeinheit und Treulosigkeit. Ende Zitat. Diese Schroffheit der Aussage richtet sich weniger gegen SPD und FDP, deren Einwände Adenauer mit leichterer Hand wegzuwischen pflegt. Vielmehr haben einflussreiche CDU-Leute zu erkennen gegeben, dass sie niemand anderen als Hans Globke für die glücklosen Schritte verantwortlich machen, die der alte Kanzler seit seiner Krankheit getan hat. Das Kunststück, die gesamte FDP an die Seite der Opposition gedrängt zu haben, wird Globke zugeschoben. Ebenso der Erfolg und grundsatzlose Wahlrechtsstreit, der dem Ansehen der CDU geschadet hat. Der Sturz Arnolds und der Sturz Eulachs, beides wird Globke zur Last gelegt. Wo immer den Kanzler sein Glück und sein politisches Fingerspitzengefühl im Stich lassen, zieht Globke den Groll auf sich, was die beiden Männer nur desto nibelungenhafter zusammenschmiedet. Ja. Hier also, ja, weiter noch? Du kannst, also ich würde jetzt erstmal kurz mal pausieren. Ja, du liest okay. Ja wunderbar. Also das ist ja wirklich toll. Das ist ja wie live. Das ist ja wunderbar. Ne? Das ist doch live hier. Ja, ist auch live, ja, genau. Ne? Also nur erstmal bis hierhin wird, also diese Sache mit diesem Fauché, ja, die ist also definitiv bestätigt, weil das haben wir jetzt schon in zwei Quellen gelesen. Ne? Und ich alles jetzt soll bei zwei oder drei Zeugen etabliert werden, ne? Genau. Wie es in der Bibel steht. Mhm, genau. Da und halten Sie sich zumindest dran in dieser Hinsicht. Da halten Sie sich dran. Ja, also das fand ich interessant. Und bevor wir vielleicht dann noch ein bisschen in diesem Spiegelartikel vielleicht noch weiterlesen, weil das klingt so toll, wenn du das hier so vorliest. Vor allem, es gibt da interessante Sachen noch, die auch genau zu unserer Lesung passen. Da würde ich trotzdem mal erstmal ganz kurz dich mal bitten, das PDF Stefan Zweig, Josef Fauché aufzumachen, was ich dir noch geschickt hatte. Genau, richtig. Und das ist im Prinzip ja aus einem E-Book. Ich habe das jetzt mal nur auszugsweise mal rauskopiert. Und das Buch kann man sich bestellen, digital, genauso wie als normales Buch. Und ich fand das also erstmal sehr interessant, dass also diese Zitate, die wir jetzt gerade gehört haben, gerade das mit diesen Betitulierungen, also tatsächlich hier in diesem Vorwort von Stefan Zweig zu finden ist. Das habe ich jetzt hier gleich auf der ersten Seite mit, ne, ein bisschen unterlegt. Und ich fand es insofern sehr interessant, dass dann auch hier dieses Zitat dann kommt auf Seite, das ist dann die Seite 8 im PDF. Na, dass eben dieser
Polizeiminister mehr Macht eben über die Menschen besessen hat als Napoleon selbst. Ne? Und wie gesagt, wir sind ja bei der Lesung und wir versuchen ja hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und wollen einfach mal den Fokus mal auf die Leute lenken, die eben nicht im Rampenlicht stehen, also die abseits im Dunkeln stehen, die aber eben nicht deswegen umso untätiger sind. Und deswegen ist es interessant zu wissen, dass also auch schon unter Napoleon es auch einen bestätigten Fall gab, wo sozusagen man aus den Geschichtsbüchern lernen kann, dass dieser Mensch eben unglaublich viel Wissen konzentriert hat, unglaublich intrigant war, unglaublich Fäden und Spinnennetze gewoben hat, so wie eben unser Herr Globke auch. Ja, und da hat mich natürlich interessiert, wo kommt der her? Was ist das für einer, dieser Fouché? Und da fand ich das dann schon interessant, wenn man seine Biografie anguckt. Da bin ich nämlich doch tatsächlich darüber gefallen, dass der eine Priesterausbildung gemacht hat. Eine Priesterausbildung. Und das macht einen natürlich dann neugierig. Ne? Und dann fängt man eben an, ein bisschen weiter zu recherchieren. Ne? Und da würde ich jetzt hier mal ganz kurz mal hier auf der Seite 8 mal weiterlesen. Das ist mehr oder weniger noch das Vorwort zu dem Buch. Und da lese ich jetzt mal ein Stück weiter. Aber Fouché hat es wie zeitlebens auch in der Geschichte gut verstanden, eine Hintergrundfigur zu bleiben. Er lässt sich nicht gern ins Gesicht und in die Karten sehen. Fast immer steckt er innerhalb der Ereignisse, innerhalb der Parteien, hinter der anonymen Hülle seines Amtes so unsichtbar tätig verborgen wie das Uhrwerk in der Uhr. Und nur ganz selten gelingt es im Tumult der Geschehnisse in den schärfsten Kurven seiner Bahn sein wegflüchtendes Profil zu erhaschen. Und noch sonderbarer, keines dieser fliehend gefassten Profile Fouchés stimmt auf den ersten Blick zum anderen. Es kostet einige Anstrengungen, sich vorzustellen, dass der gleiche Mensch mit der gleichen Haut in den gleichen Haaren 1790 Priesterlehrer und 1792 schon Kirchenplünderer, 1793 Kommunist und 5 Jahre später schon mehrfacher Millionär und abermals 10 Jahre später Herzog von Otranto war. Na, Jörg, und das muss man sagen, ne, das war doch genau das, was du bemerkt hattest, ne, über den Globke. Dass dieser Mensch drei Systeme überlebt hat. Ne? Weimarer Republik, Nationalsozialismus und dann im Prinzip in der Bundesrepublik weitergewirkt hat. Das und ist in der Bundesrepublik dann auch noch die verschiedenen Parteiensysteme als Chef des Bundeskanzleramts überlebt hat. Ja. In der CDU-Regierung, in der Großen Koalition und in der Brandt-Regierung, also SPD-Regierung bis 1982, wenn ich mich nicht irre. Oder 83, wenn ich mich nicht irre. Also nochmal CDU zum Schluss mit Kohl, 82 dann. Mhm. Ne? Ja. 58 bis 83 war es, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Also der ist ja 63 dann ausgetreten. Ne? Der ist ja mit dem Adenauer dann zusammen in Rente gegangen. Ich glaube, das war 63. Ah ja, 63, ja. No, okay, no. Aber die Zeit, ne? Das ist ja immerhin auch eine Riesenzeitspanne, ne? Wo er unter Adenauer gedient hat. Ja, wo er denn von 58 bis 82 irgendwo gesessen hat. Das war doch einer, wo ich dachte, so Partei. Warte mal, 73 ist er gestorben. 73 ist er gestorben. Ja, nee, da muss das jemand anders gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. Aber das war ein wichtiger Punkt damals, weil der ja innerhalb der Bundesregierung da gedient hatte, und zwar sowohl der CDU-Regierung als auch dann der SPD-Regierung und dann wieder der CDU-Regierung. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja. Aber ist auch nicht so wichtig. Ja, aber das ist interessant, dass wir das halt hier wiederfinden, ne? Bei diesem Naja, der wurde ja gleich mit dem Herzog von Otranto gleichgesetzt in dem Spiegelartikel gerade eben, ne? Und da sehen wir das ja. Das ist also, das ist ein typisches eine typische Jesuitengeschichte, wenn du mich das fragst. Das ist einer, der alles für jeden und alles für jeden ist. Ja, ja, warte mal ab, wir kommen gleich dorthin. Es wird ja noch, ich versuche das ja noch hier, das ist ein bisschen aufzubauen, aber es wird noch spannend, pass mal auf. Probier ja nur mitzudenken, das ist alles. Ja, nein, das war super. Pass auf, ich lese noch mal ganz kurz das eine noch mal vor und dann gucken wir mal, wer dann weiterliest. So, also es geht noch mal weiter in dem Text so. Aber je verwegener in seinen Verwandlungen, umso interessanter trat mir der Charakter oder vielmehr Nicht-Charakter dieses vollkommensten Machiavellisten der Neuzeit entgegen. Was ein Machiavellist ist, das gucken wir uns gleich an. Immer anreizender wurde mir sein ganz in Hintergrund und Heimlichkeit gehülltes politisches Leben. Immer eigenartiger, ja dämonischer seine Figur.
so kam ich ganz unvermutet aus rein seelenwissenschaftlicher Freude dazu, die Geschichte Joseph Fouchés zu schreiben als einen Beitrag zu einer noch ausständigen und sehr notwendigen Biologie des Diplomaten, dieser noch nicht ganz erforschten, allergefährlichsten geistigen Rasse unserer Lebenswelt. So, jetzt geht es immer noch weiter. So, ich würde erstmal ganz kurz mal einhaken bei Machiavellist, weil das wusste ich nicht. Ich hatte den Begriff zwar mal gehört, Machiavelli, und hab dort mal, das hast du jetzt hier nicht, hab dort mal ein bisschen gegoogelt und fand einen Artikel, das zitiere ich jetzt nur mal schnell, Machiavellisten, Bindestrich, oder wenn der Zweck die Mittel heiligt. Das ist ein Artikel, da müsste ich jetzt mal gucken, online, ja, ich weiß es gar nicht, woher er kommt, aber auf jeden Fall ist es ein Artikel, ne? Und da fand ich eben das schon alleine, oder wenn der Zweck die Mittel heiligt, schon sehr interessant. So, und hier steht, wer Niccolo Machiavellis Der Fürst gelesen hat, also ist das ein Autor gewesen, wird zweifelsohne diese und viele andere Eigenschaften wiedererkennen, die diese Menschen ausmachen. Menschen, denen jener Philosoph und Politiker des 16. Jahrhunderts seinen Namen gaben, also Niccolo Machiavelli. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, was Machiavelli selbst über all jene gesagt hat, die sich in einer Position der Macht befanden. Auf Tugenden wie Ehrlichkeit verzichten, solange Betrug oder Verrat erlauben, bis das angestrebte Ziel erreicht ist. Ja, Jörg, ne? Und jetzt sagst du natürlich, ja, das kommt mir bekannt vor, das ist doch Jesuitenlehre. Ja, würde ich sagen, ne? Ja, das schau doch mal, was ich hier inzwischen aufgemacht habe. Machiavelli aus dem Buch Herrscher des Bösen, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. So wie Papst Leos Verdorbenheit Luthers Leidenschaft anspornte, genauso sollte Antichrist Clemens VII. Verschlagenheit den kirchlichen Umgang mit dem Problem der Bibelverbreitung und des Protestantismus anspornen. Clemens wurde persönlich von dem geheimnisumwitterten Niccolo Machiavelli beraten, dem Vater des bekannten Werkes Modern Political Science, siehe Anhang FB, und Kardinal Thomas Wolsey, Erzbischof von England. Machiavelli als auch Wolsey waren der Meinung, dass sowohl der Buchdruck als auch der Protestantismus zu Roms Vorteil verkehrt werden können, indem man den Buchdruck ebenfalls dafür einsetzte, um Literatur zu produzieren, die die Bibel in Misskredit durch Verwirrung, Herabsetzung und letztendlich Marginalisierung bringen sollte. Kardinal Wolsey, der später die Christkirchenuniversität in Oxford gründete, bezeichnete dieses Projekt als Lernen gegen das Lernen stellen. So, und dann können wir noch mal in dem Buch eben ein bisschen weiter gucken. Da haben wir hier hinten einen Anhang, Anhang F, Ergänzung zur deutschen Übersetzung über Niccolo Machiavelli, recherchiert von Thomas de Michel. Und das sind ein paar Seiten, die sollte man sich durchlesen, und die haben wir in der Lesung Herrscher des Bösen berücksichtigt, gelesen und besprochen. Also hier gibt es Machiavellis Vorstellungen von Macht und Regieren lassen sich auf eine Handvoll Regeln beschränken, die etwas umschrieben sind und nicht in der bestimmten Reihenfolge von Bedeutung sind. Ja? Und wenn man sich die durchliest, dann hat das viel zu tun mit Sun Tzus Kunst des Krieges, diese verschiedenen Dinge, die hier angeführt werden. Ja? Ist ganz interessant, hatten wir drüber gesprochen. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein Fehler, dass du Herrscher des Bösen nicht gut kennst, weil ich kann das fast immer in unseren Lesungen als Referenz anholen. Alles schon besprochen. Gerald, es gibt nichts Neues unter der Sonne. aber doch bitte nicht gleich in der ersten halben Stunde. Ich denke, ich habe hier die Weisheit gerade gefunden, und jetzt kommst du mir mit dir dieser Übersetzung. Und, ah, herrlich, wunderbar. So funktioniert das im wirklichen Leben, wenn man Christ ist. Ne? Ja, und garantiert nicht geskriptet. Ja, also das ist interessant. Ich habe jetzt hier auch noch einen kleinen Satz, den würde ich hier noch aus diesem Internetfund nochmal anlesen. Das heißt ja, mittlerweile gibt es ja diesen Begriff des Machiavellismus, ja. Das heißt also, das ist sozusagen ein ziemlich häufiges Persönlichkeitsmerkmal und bildet in vielen Fällen eine Komponente dessen, was in der klinischen Psychologie als, Zitat, dunkle Triade bekannt ist. Und die Psychopathie
Narzissmus und Machiavellismus in einem ebenso gefährlichen wie beunruhigenden Charakter vereint. Es ist jedoch anzumerken, dass es üblicher ist, diese Dimensionen voneinander getrennt zu sehen. So, und dann geht es halt weiter. Man versucht das jetzt halt medizinisch sozusagen zu ergründen. Und mir war da sofort in den Sinn gekommen, was ist das für ein Mensch? Was sind das für Persönlichkeiten, die entsprechend solche Werke verfassen? Naja, das sind doch Leute, die irgendwo von Kind an geistig beeinflusst wurden, ne? Durch zum Beispiel spirituelle Exerzitien, auf die wir kleiner zu sprechen kommen werden, ja, die dann eben ja, so ein Persönlichkeitsprofil aufbauen. Also mit anderen Worten, um dich mal kurz darin zu unterbrechen, mal eben sehen, ob mein Mikro noch eingeschaltet ist. Ja. Mhm. Machiavellismus ist nichts anderes als Jesuitismus außerhalb der Kirche. Ja. Um es ganz kurz zu machen, das sieht man ja auch hier in dem Spruch nach dem Motto, wenn der Zweck die Mittel heiligt, der Zweck heiligt die Mittel, das ist das Motto der Jesuiten. Und hier wird eben der Machiavellismus beschäftigt sich mit dem Weltlichen, während sich der Jesuitismus mit dem Geistigen beschäftigt, aber es ist beides dieselbe Soße. Das eine ist geistig getrieben und das andere ist weltlich getrieben, ist aber genau das Gleiche. Genau. Ne? Ich glaube, so kann man das kurz zusammenfassen. Ja. Ja, also wobei ich finde auch, dass das ja alles derselbe Geist ist, ne? Weil das ist natürlich... Ja, nicht der Heilige Geist der Bibel. Nein, bestimmt nicht der Heilige Geist, ja. Ne? Und jedenfalls ist jetzt hier sozusagen in dem Vorwort nochmal in dem Stefan Zweigs Buch, jetzt auf der letzten Seite, da fand ich noch einen interessanten Absatz, dass eben ja hier sozusagen dann Stefan Zweig schon gesagt hat, so wollen wir zu unserer Gegenwehr versuchen, die Menschen hinter diesen Mächten zu erkennen und damit das gefährliche Geheimnis ihrer Macht. Ein solcher Beitrag zur Typologie des politischen Menschen sei diese Lebensgeschichte Josef Fouchés. Salzburg, Herbst 1929. Na, und das fand ich schon mal interessant, weil das ist ja eigentlich genau das, was wir auch machen, nämlich versuchen ein bisschen Licht hinter das Dunkel zu bringen mit den bescheidenen Mitteln, die wir eben haben. So. Kann das sein, dass der Stefan Zweig ein Autor war, ein Schriftsteller war, der im Dritten Reich nicht besonders hoch geschätzt wurde? Ja. Wenn ich jetzt hier den letzten Satz denke, dann muss ich gleich an die Bücherverbrennung im Dritten Reich denken. Ich habe gerade überlegt, da gibt es ja so eine Seite auch, ne, wo man da nachgucken kann, ne, welche Bücher da auf dem Index waren. Ne? Wäre mal interessant, mal zu recherchieren, ob das bei ihm auch der Fall war. Ich würde es schon fast vermuten. Ja, wenn man diesen Satz hier liest, dann ist das ja, glaube ich, ziemlich deutlich. Ne? Ja. Ja. Ja, und jetzt, lieber Jörg, habe ich noch mal eine Bitte, dass du mal auf die Seite 14 mal gehst, und zwar dieser Aufstieg, ja, von diesem Josef Fouché, ja, den fand ich ja schon mal sehr interessant, vor allem das, was grün unterlegt ist. Wenn du noch mal so liebensgewürzig bist und noch mal dort dem nur deine das grüne, Stimme... Nur das Grüne lesen oder alles hier? Nee, ich würde vielleicht sagen alles, oder? Weil das ist mal ganz interessant. Ja, okay. Danke. Also Aufstieg. Ne? Wir sprechen jetzt über den Aufstieg von Josef Fouché. Mhm. Am 31. Mai 1759, war mein Mikro jetzt eingeschaltet? Ich weiß das manchmal nicht mehr. Ja, ist aufgerückt oder nicht? Ja, du hörst mich, aber ja, das ist gut. Wenn du mich hörst, ist gut, ja. Da ist jetzt die Sicherheit da. Ja. Ich mache das jetzt mit dem Klick, aber ja. Manchmal klicke ich so oft hin und her, dass ich nicht mehr weiß. Also, am 31. Mai 1759 wird Josef Fouché, noch lange nicht Herzog von Otranto, in der Hafenstadt Nantes geboren. Seeleute, Kaufleute, seine Eltern, Seeleute, seine Ahnen, nichts darum selbstverständlicher, als dass der Erbsohn wieder Meerfahrer würde, Schiffskaufmann oder Kapitän. Aber früh zeigt sich schon, dieser schmächtig, aufgeschlossene, blutarme, nervöse, hässliche Junge entbehrt jeder Eignung zu so hartem und damals wirklich noch heldischem Handwerk. 2 Meilen vom Ufer und er wird schon seekrank. 1/4 Stunde Lauf oder Knabenspiel und er ermüdet. Was also tun mit einem so zart geratenen Schößling, fragen sich die Eltern nicht ohne Sorge, denn das Frankreich um 1770 hat noch keinen rechten Raum für eine geistig bereits aufgewachte und ungeduldig vordrängende Bürgerschaft. Bei Gericht, bei der Verwaltung, in jeder Anstellung, jedem Amt bleiben alle fetten Pfründe dem Adel vorbehalten. Für den Hofdienst benötigt man gräfliches Wappen oder gute Baronie. Selbst in der Armee bringt ein Bürgerlicher mit grauen Haaren kaum weiter als bis zum Korporal.
Der dritte Stand ist überall noch ausgeschlossen in dem schlecht beratenen, korrupten Königreich. Kein Wunder, dass er ein Vierteljahrhundert später mit Fäusten fordern wird, was man allzu lange seiner demütig bittenden Hand versagte. Bleibt nur die Kirche. Diese 1000 Jahre alte, an Weltwissen den Dynastien unendlich überlegene Großmacht denkt klüger, demokratischer und denkt weitherziger. Sie findet immer Platz für jeden Begabten und nimmt auch den Niedrigsten in ihr unsichtbares Reich. Da der kleine Josef sich schon auf der Schulbank der Oratorianer lernend auszeichnet, räumen sie dem Ausgebildeten gern das Katheder ein als Lehrer der Mathematik und Physik, als Schulaufseher und Präfekt. Mit 20 Jahren hat er in diesem Orden, der seit der Vertreibung der Jesuiten überall in Frankreich die katholische Erziehung leitet, Würde und Amt, ein ärmliches zwar, ohne viel Aussicht auf Aufstieg, aber eine Schule immerhin, in der er sich selber schult, in der er lehrend lernt. Er könnte höher gelangen. Er könnte Pater werden, vielleicht einmal Bischof oder Eminenz, wenn er das Priestergelübde leistete. Aber typisch für den Joseph Fouché, schon auf der ersten, der untersten Stufe seiner Karriere tritt ein charakterischer Zug seines Wesens zutage. Seine Abneigung, sich vollkommen, sich unwiderruflich, kadavergehorsam, zu binden an irgendjemand oder irgendetwas. Er trägt geistliche Kleidung und Tonsur. Er teilt das mönchische Leben der anderen geistlichen Väter. Er unterscheidet sich während seiner 10 Oratorianerjahre äußerlich und innerlich in nichts von einem Priester. Aber er nimmt nicht die höheren Weihen. Er leistet kein Gelübde. Wie immer, in jeder Situation hält er sich den Rückzug offen, die Möglichkeit der Wandlung und Veränderung. Auch an die Kirche gibt er sich nur zeitweilig und nicht ganz. Ebenso wenig wie später an die Revolution, das Direktorium, das Konsulat, das Kaisertum oder Königreich, nicht einmal Gott, geschweige denn einem Menschen, verpflichtet sich Joseph Fouché, jemals zeitlebens treu zu sein. 10 Jahre lang, vom 20. bis zum 30. Jahre, geht dieser blasse, verschlossene Halbpriester durch Klostergänge und stille Refektorien. Er unterrichtete Niort, Saumur, Vendôme, Paris, aber er spürt kaum den Wechsel des Wohnorts, denn das Leben eines Seminarlehrers spielt sich gleich still, ärmlich und unscheinbar ab in einer Stadt wie der anderen. Immer hinter schweigsamen Mauern, immer vom Leben abgesondert. 20 Schüler, 30 Schüler, 40 Schüler, denen man Latein beibringt, Mathematik und Physik, blasse, schwarzgewandte Knaben, die man zur Messe führt und im Schlafsaal überwacht, einsame Lektüre in wissenschaftlichen Büchern, ärmliche Mahlzeiten, schlechte Bezahlung, ein schwarzes, verschabtes Kleid, ein klösterliches, anspruchsloses Dasein. Wie eine Erstarrung scheinen sie. Unwirklich und abseits von Zeit und Raum, unfruchtbar und ehrgeizlos, diese 10 stillen, verschatteten Jahre. Aber doch. In diesen 10 Jahren der Klosterschule lernt Joseph Fouché viel, was dem späteren Diplomaten unendlich zugutekommt. Vor allem die Technik des Schweigenkönnens, die magistrale Kunst des Selbstverbergens, die Meisterschaft der Seelenbeobachtung und Psychologie. Dass dieser Mann ein Leben lang jeden Nerv seines Gesichts auch in der Leidenschaft beherrscht, dass man nie eine heftige Wallung des Zorns, der Erbitterung, der Erregung in seinem unbeweglichen, gleichsam in Schweigen vermauerten Gesicht entdecken kann, dass er mit der gleichen tonlosen Stimme das Umgänglichste wie das Furchtbarste gelassen ausspricht und mit dem gleichen lautlosen Schritt ebenso durch die Gemächer des Kaisers wie durch die tobende Volksversammlung zu schreiten weiß, diese unvergleichliche Disziplin der Selbstbeherrschung ist erlernt in den Jahren des Refektoriums. Sein Wille längst gezähmt durch die Exerzitien Loyolas und seine Rede geschult an den Diskussionen jahrhundertealter Priesterkunst, ehe er das Podium der Weltbühne betritt. Kein Zufall vielleicht, dass alle die drei großen Diplomaten der Französischen Revolution, dass Talleyrand, Sieyès und Fouché aus der Schule der Kirche kamen, schon längst Meister der Menschenkunst, ehe sie noch die Tribüne betraten.
die uralte, gemeinsame, weit über sie hinausreichende Tradition römisch-katholische Kirche prägt ihren sonst gegensätzlichen Charakteren in den entscheidenden Minuten eine gewisse Ähnlichkeit auf. Dazu kommt bei Fouché noch eine eiserne, gleichsam spartanische Selbstzucht. Ein innerer Widerstand gegen Luxus und Prunk, ein Verbergen können privaten Lebens und persönlichen Gefühls. Nein, diese Jahre Fouchés im Schatten der Klostergänge waren nicht verloren. Er hat unendlich viel gelernt, indes er Lehrer war. Hinter Klostermauern, in strengster Abgeschiedenheit, erzieht und entfaltet sich dieser eigentümlich biegsame und unruhige Geist zu psychologischer Meisterschaft. Jahrelang darf er nur unsichtbar in engstem geistlichen Kreise wirken, aber schon 1778 hat jener soziale Sturm in Frankreich begonnen, der selbst über die Klostermauern schlägt. In den Priesterzellen der Oratorianer wird ebenso diskutiert über Menschenrechte wie in den Freimaurerclubs. Eine neue Art Neugier drängt diese jungen Priester den Bürgerlichen entgegen. Neugier auch den Lehrer der Physik und Mathematik zu den erstaunlichen Entdeckungen der Zeit, den Montgolfiers, den ersten Luftschiffen, den großartigen Erfindungen auf den Gebieten der Elektrizität und Medizin. Die geistlichen Herren suchen Fühlung mit den geistigen Kreisen und die bietet in Arras ein ganz sonderbarer geselliger Zirkel, die Rosati genannt, eine Art Schlaraffia, in der sich die Intellektuellen der Stadt in heiterer Geselligkeit vereinigen. Recht unscheinbar geht es dort zu. Kleine, unansehnliche Bürger tragen Gedichtchen vor oder halten literarische Ansprachen, Militär mischt sich mit Zivil und auch der Priesterlehrer Joseph Fouché wird gern gesehen, weil er von den neuen Errungenschaften der Physik viel zu erzählen weiß. Oft sitzt er dort im kameradschaftlichen Kreise und hört zu, wenn etwa ein Hauptmann vom Geniekorps namens Lazare Carnot mokante, selbstgedichtete Verse vorliest oder der blasse, schmallippige Advokat Maximilian de Robespierre, er legt damals noch Gewicht auf seinen Adel, eine blümerante Tischrede zu Ehren der Rosati hält. Dennoch genießt die Provinz die letzten Atemzüge des Philosophierenden die Huitième gemütlich. Noch schreibt Herr von Robespierre statt Bluturteile zierliche Verslein. Noch verfasst der Schweizer Arzt Marat sein statt grimmiger kommunistischer Manifeste einen süßlich-sentimentalen Roman. Noch müht sich der kleine Leutnant Bonaparte irgendwo in der Provinz an einer Werther nachahmenden Novelle. Die Gewitter stehen noch unsichtbar hinter dem Horizont. Aber Schicksalsspiel. Gerade mit diesem blassen, nervösen, hemmungslos ehrgeizigen Advokaten de Robespierre freundet sich der tonsurierte Priesterlehrer besonders an. Ihre Beziehungen sind sogar gerade auf bestem Wege, schwägerliche zu werden, denn Charlotte Robespierre, die Schwester Maximilians, will den Lehrer der Oratorianer von seiner Geistlichkeit heilen. Schon munkelt man von ihrer Verlobung an allen Tischen. Warum diese Brautschaft schließlich auseinanderfällt, ist Geheimnis geblieben. Aber vielleicht verbirgt sich hier die Wurzel jenes fruchtbaren und welthistorischen Hasses zwischen diesen beiden Männern, den einst Befreundeten, die später auf Tod und Leben kämpfen. Damals aber wissen sie noch nichts vom Jakobinismus und nichts von Hass. Im Gegenteil sogar. Wie Maximilian de Robespierre als Abgeordneter zu den Generalständen nach Versailles geschickt wird, um an der neuen Verfassung Frankreichs mitzuarbeiten, ist es der tonsurierte Joseph Fouché, der dem blutarmen Rechtsanwalt de Robespierre die Goldstücke borgt, damit er die Reise bezahlen und sich einen frischen Anzug schneidern lassen kann. Symbol auch dies, dass er, wie später so oft, einem anderen die Steigbügel hält für die Karriere in die Weltgeschichte. Und dass gerade er es sein wird, der im entscheidenden Augenblicke den einstigen Freund verrät und rücklings zu Boden reißt. Kurz nach der Abreise Robespierres zur Versammlung der Generalstände, die alle Grundfesten Frankreichs erschüttern wird, machen auch die Oratorianer zu Arras ihre kleine Revolution. Die Politik ist bis in die Refektorien gedrungen und der kluge Witterer jedes Windes, Joseph Fouché, füllt damit seine Segel. Auf einen Vorschlag
Auf seinen Vorschlag wird eine Deputation in die Nationalversammlung geschickt, um die Sympathien der Priester mit dem dritten Stand zu bekunden. Aber eine Stunde zu früh hat diesmal der sonst so Vorsichtige losgeschlagen. Seine Vorgesetzten schicken ihn strafweise, aber ohne Kraft zu einer wirklichen Strafe, in die Schwesteranstalt nach Nantes. An die gleiche Stelle, wo der Knabe die Anfangsgründe der Wissenschaft und Menschenkunst gelernt hat. Nun aber ist er erfahren und ausgereift. Nun lockt es ihn nicht mehr, halbwüchsigen Jungen das Einmaleins Geometrie und Physik zu lehren. Der Witterer des Windes hat gespürt, dass ein sozialer Sturm über dem Lande steht, dass Politik die Welt beherrscht, also hinein in die Politik. Mit einem Ruck wirft er die Soutane ab, lässt die Tonsur überwachsen und hält statt unreifen Knaben nun den wackeren Bürgern vom Nord politische Vorträge. Ein Club wird gegründet. Immer beginnt ja die Karriere der Politiker auf einer solchen Probebühne. Vielen Dank, Jörg. Sehr, sehr gut vorgelesen. Sehr gut. Ja. Also, das muss ich sagen, ist unglaublich toll, ob das jetzt Kartellverbände sind oder andere Clubs, ne, wie wir sie hatten, die mit irgendwelchen Schatullen in Verbindung gebracht werden oder irgendwelche anderen Überseeclubs oder wie auch immer. Ne? Man fängt eben dort an, ne? Man beginnt eben dort seine Karriere. Ne? Und man sieht hier also eindeutig, dass der Geist, der hier diesen Joseph Fouché antreibt, eben ja geprägt wurde in seiner Priesterarbeit, von der ja nun nicht allzu viel bekannt ist. Aber wir können davon ausgehen, dass er eben auch eben entsprechend geschult ist und auch geschult wurde, ne, für diese späteren Arbeiten. Ne? Denn dieser Machthunger und dieser Zug zur Kontrolle und dieses Ganze, was man mit Intrigen und Ähnlichem verbindet, das ist eben normalerweise kein Mensch, der irgendwie in dem Bibelglauben ist, sondern das ist ein anderer Geist, der diesen Menschen halt antreibt. Und deswegen fand ich das ganz interessant mit dem Stefan Zweig und diesem Vorwort. Das Buch, wie gesagt, kann man kaufen. Es ist sicherlich sehr interessant, das mal zu lesen. Ne? Jörg, auch wie ist deine Meinung? Was meinst du von dem eben gelesen? Es war eine sehr interessante Geschichtsserie, natürlich auch wieder mal zu erkennen, dass wenn man gerne etwas werden möchte oder wollte in der Zeit, dass man außerhalb der Kirche keine Chance hatte, hochzukommen. Mhm. Im Militär wäre er nur Korporal geworden, im bürgerlichen Leben wäre er auch nicht weitergekommen, also hat man sich den dritten Stand ausgesucht und das ist die Kirche. Und die Kirche hat seit Jahrhunderten immer Menschen aus kleinen Häusern, sage ich jetzt mal, aufgenommen. Und wenn sie förderungswürdig waren, sie gefördert und sie für ihre Zwecke gebraucht, man könnte auch sagen missbraucht, weil die römisch-katholische Kirche tut nichts anderes, als Menschen für ihre Zwecke missbrauchen. Das ist nun mal eben die Ägide des Teufels. Da kann man gar nicht groß was dran ändern. Das ist einfach so. Und das war in diesem Artikel jetzt, glaube ich, nochmal ganz deutlich sichtbar. Und wenn man das, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, verbindet oder den Spiegel vorhält an die Karriere von dem Hans Josef Maria Globke, dann kann man gar nicht umhin, da gewisse Gleichnisse drin zu erkennen. Vielleicht nicht unbedingt in der Karriere, aber Charaktergleichnisse. Und das fand ich schon ganz interessant. Es gibt einen bestimmten Typen Menschen, der sich eben eignet, für diese Werke auszuführen. Und so wie Gott seine Menschen erwählt, so erwählt auch der Teufel seine Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten, die er ihnen letztendlich gibt. So ist es leider und so wird es immer sein, bis unser Herr Jesus Christus endlich zurückkommt und den ganzen Spuk hier unten ein Ende macht. Ja, von daher fand ich das eine sehr interessante Lesung soweit. Ja, ja. Ich habe jetzt nochmal den Spiegel-Artikel nochmal aufgeschlagen. Dort auf der Seite 16 und 17, da sieht man übrigens den Globke in Rom.
Ja, da muss wohl der Papst, der Antikriegspapst Pius XII. Geburtstag gehabt haben und er wurde auf jeden Fall dort mit bedacht. Ne? Also das heißt, er ist dort ganz oben angekommen, ne? Denn da kriegt man nicht einfach mal so eine Einladung, würde ich mal behaupten. Das Bild hier oben meinst du dann, ne? Das genau, nur noch das oben links. Ne? Globke in Rom, links daneben Brentano, Pius Botschafter Jänicke und in Moskau hinter Adenauer, ne? Dann Becher des Antichrist. Genau. Wie, die schreiben hier im Spiegel, lebt er am Becher des Antichrist? Naja, am Becher des Antichrist meint die den Khrushchev, weil damals war ja der Khrushchev und der Kommunismus ja quasi der Antichrist für den Papst. Ach so. Ich war schon nicht fast erstaunt. Nicht der Papst ist damit gemeint. Ich war schon fast erstaunt. Nee, das wäre ja richtig ein Kracher gewesen. Das wäre ja ein Glitch in the Matrix, ne? Wie man das aus dem Film The Matrix kennt, ne? Wo da diese Katze Déjà-vu nochmal erscheint. Ja, ne? Genau. Da sind Pixel aus der Matrix gefallen. Ja. Aber was ich interessant fand, Jörg, vielleicht wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, du liest ja so unglaublich gut heute, also du liest immer unglaublich gut, aber ich merke dir an, dass du noch richtig weiterlesen willst. Da habe ich hier was, Spaziergang auf dem Roten Platz. Das fand ich auch nochmal interessant, diese drei hier kleinen... Hier auf der nächsten Seite, okay. Das heißt, von hier bis weiße Wäsche unter schwarzer Weste, oder was? Ja, genau, richtig. Wenn wir Spaziergang auf dem Roten Platz. Ja. Hans Globke ist zusammen mit dem Kanzlerfreund und Bankier Robert Pferdmenges derjenige Mensch, der Konrad Adenauer im politischen Raum am nächsten steht. Pferdmenges steht neben Globke, unmittelbar unter dem Bundeskanzler. Pferdmenges berät den Regierungschef in der Konzeption seiner Politik. Globke berät ihn bei der Ausführung dieser Politik. Beiden vertraut Konrad Adenauer in ungewöhnlichem Maße. Beide sind für die Opposition Symbole reaktionärer Restauration. Und beide haben, einen Treppenwitz der Historie, höchst revolutionäre Verwandte. Ein Onkel von Robert Pferdmenges schrieb gemeinsam mit Karl Marx das Kommunistische Manifest von 1848. Wobei ich hier hinzufügen möchte, dass Karl Marx niemals das Kommunistische Manifest alleine geschrieben hat, sondern dass da Jesuitenschreiber hinter waren in Klostern, wie das immer so ist. Aber das ist halt hier Spiegelgeschichte, ne? Muss man immer mit einem Körnchen Salz nehmen. Ja? Friedrich Engels. Ein Urgroßvater Hans Globke stieg im selben Jahr als Revolutionär auf die Barrikaden Düsseldorfs und ein Urgroßenkel Globkes war dort Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei. Wie groß der Spielraum des Vertrauens ist, in dem der Bundeskanzler seinem Gehilfen freie Hand lässt, kommt in dem Verdacht eines Bundesministers zum Ausdruck, dass viele jener Globke-Befehle an Kabinettsmitglieder, in denen der Staatssekretär sich auf einen angeblich geäußerten Wunsch oder Willen des Kanzlers beruft, überhaupt ohne Wissen Konrad Adenauers geschrieben werden. Ähnliches klingt in einem in der parlamentarischen Demokratie ungewöhnlichen Schriftwechsel an, der zwischen dem FDP-Bundestagsabgeordneten Dr. H.C. Hubertus Prinz zu Löwenstein Wertheim-Freudenberg, meine Güte, was für ein Titel, und Hans Globke geführt wurde. Da musst du den ganzen Satz nochmal vorne lesen, um den überhaupt zu begreifen, weil dieser Name so lang ist, ne? Dr. H.C. heißt mit anderen Worten, der ist nur Doktor Ehrenhalber. Ne? Das ist kein Doktor, der irgendwie eine Dissertation geschrieben hat oder so. Ne? Das nochmal eben so nebenbei. Ne? Aber ist eben Adel, ne? Und Adel verpflichtet ja. Ne? Hubertus Prinz zu Löwenstein, sagte die eine Frau zur anderen, mein Mann ist jetzt ein Von und Zu. Da sagt die andere, meiner ist ein Auf und Davon. Unter dem Datum vom 29. Februar 1956 erhielt der kürzlich aus Amerika zurückgekehrte freie Demokrat folgendes Schreiben, Zitat. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, in den Vereinigten Staaten sind weite Kreise, wie dem Herrn Bundeskanzler durch einen Brief aus West New York mitgeteilt worden ist, über Äußerungen bestürzt, die sie in den USA gemacht haben sollen. Dieser Mitteilung zufolge sollen sie wiederholt erklärt haben, dass der Herr Bundeskanzler an einer Wiedervereinigung der sowjetischen Besatzungszone mit der Bundesrepublik nicht interessiert sei. Als es die Bundesrepublik gab, war die sowjetische Besatzungszone bereits die DDR. Warum wird hier nicht von der DDR gesprochen? Mal eben eine interessante Frage, die ich euch mal entgegenwerfe.
ne, mit der Bundesrepublik nicht interessiert sei, weil die CDU dann ihre Mehrheit und er selbst seine Stellung als Regierungschef verlieren würde. Durch derartige Äußerungen werde das Ansehen der Bundesrepublik und das Vertrauen, das der Herr Bundeskanzler in den Vereinigten Staaten genießt, schwer geschädigt. Und die vom Präsidenten Eisenhower und dem Herrn Bundeskanzler betriebene Politik der Wiedervereinigung ernsthaft gefährdet. Der Herr Bundeskanzler bittet Sie hierzu um eine Stellungnahme. Mit vorzüglicher Hochachtung. Globke. Seine Stellungnahme sandte der Prinz zu Löwenstein aus seinem Urlaub in Meran am 12. März unmittelbar an den Kanzler. Zitat. Erst heute kam ich in den Besitz eines überaus befremdlichen Briefes des Herrn Staatssekretärs des Bundeskanzleramts Dr. Globke. Obgleich sich dieser Brief auf Sie beruft, fiel es mir schwer anzunehmen, dass Sie ihn gekannt haben. Denn sicherlich würden Sie es nicht billigen, dass von Seiten der Exekutive Mitglieder des Deutschen Bundestags ihrer wirklichen oder angeblichen Äußerungen wegen zur Berichterstattung aufgefordert werden. Denn das hieße ja, die verfassungsmäßigen Kompetenzen von Regierung und Parlament umzukehren. Ende Zitat. So geachtete Vorwürfe drängen nicht unter Hans Globkes Haut. Bescheidener und beschaulicher als die meisten Mächtigen und Möchtegerne in der Hauptstadt unter Reben, wacht dieser erstbeamtete Diener der Bundesrepublik mit nie erlahmender Sorgfalt darüber, dass die Pferden hinter den Kulissen der Bonner Szene sich nicht verwirren oder gar abreißen, ehe sie im Palais Schaumburg im Haus des Bundeskanzlers zusammenlaufen, wo Hans Globke Bürovorsteher ist. Zeitiger als seine Sekretärinnen sitzt er frühmorgens an seinem Arbeitsplatz. Später als der Kanzler verlässt er das Palais. Seine hohen Schnürstiefelchen, wie sie im Kreis der Bundesprominenz außer ihm nur Baden-Württembergs gewesener Regierungschef Reinhold Meyer trägt, schauen in der Zwischenzeit wie ein Sinnbild hausbackener Solidität unter seinem Schreibtisch hervor. Wer gesehen hat, wie bekümmert dieser Mann während des ganzen Kanzlerbesuchs in Moskau an einem glühend heißen Septembertag, umringt von Sowjetmenschen in Hemdsärmeln und dünnen Kleidchen, auf einem privaten Spaziergang im hochgeknöpften schwarzen Anzug mit Schweißperlen auf der Stirn über den roten Platz vorm Kreml stiefelte, der ahnt, wie dem Staatssekretär jeder Schritt zuwider ist, der ihn aus der festgefügten Welt des Palais Schaumburg führt. Bis hier? Ja, erstmal bis hier. Ne? Ja. Wir sind ja auch so langsam am Ende der Sendung angekommen. Ne? Ja. Eine ganze Menge Recherche, die du hier wieder zusammengetragen hast, muss man ja mal eben so sagen. Sehr interessant, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über Machiavelli sprechen, dann gehen wir ja ins 18. Jahrhundert, da gehen wir ja schon wieder zurück, anstatt irgendwo mal vorauszugehen. Ich bin gespannt, wann wir nochmal irgendwann in unser Papier zurückkommen, weil ich schätze mal, bis wir nächste Woche wieder zusammenkommen. Wir haben uns heute auf den Freitag getroffen, weil ich Montag den ganzen Tag arbeite. Bis dahin vergeht noch über eine Woche, bis wir am Montag, den 22. dann wieder zusammenkommen, planmäßig zumindest. Ich bin gespannt, was du bis dahin alles noch zusammenzutragen hast, aber ich finde die Richtung, die diese Serie im Augenblick nimmt, im Grunde schon sehr interessant, weil wir sagen ja immer wieder, wer die Vergangenheit nicht kennt, der kann die Gegenwart nicht begreifen und auch keine Voraussagen für die Zukunft machen. Und hier haben wir wieder mal ein paar interessante Einblicke in die Vergangenheit bekommen, vor allen Dingen auch oftmals wie vergleichsweise verschiedene Lebensläufe ablaufen, wie ähnlich verschiedene Lebensläufe ablaufen, die im Endeffekt dann dafür sorgen, dass die Menschen dann schlussendlich in eine Position zurechtkommen, die dafür steht, dass man ihre Gesichter zwar nicht kennt, aber die Folgen ihrer Arbeit tagtäglich im Leben spürt. Und das ist ja heute bei uns nicht anders, wo wir leben. Gerald, herzlichen Dank für deine Mühen und das Zusammentragen dieser ganzen Dinge und Papiere. Ich möchte dich noch mal kurz daran erinnern, ich mache das deswegen jetzt offiziell in diesem Video, dass du vielleicht mal irgendwie dafür sorgst, dass ein Skript kommt, was ich dann auch auf Archive veröffentlichen kann, dass die Menschen diese ganzen Dinge auch noch mal nachlesen kommen. Du hast hier die Möglichkeit, die PDFs zusammenzufügen oder zu verlinken und dass du dir da mal vielleicht innerhalb der nächsten anderthalb Wochen, bis wir wieder zusammenkommen, ein wenig Arbeit von machst, das würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die diese Sendungen gesehen haben, das ein oder andere auch gerne mal selbst nachlesen würden. Weil wir wollen ja dafür sorgen, dass wir den Menschen hier einen Ansporn geben,
ihre eigenen Untersuchungen zu machen. So wie das Motto Stunde der Wahrheit schon immer war. Macht eure eigenen Untersuchungen. Und vergesst nicht dabei, die Bibel zu lesen. Weil ohne die Bibel habt ihr kein Fundament, mit dem ihr diesen ganzen Kram in dieser Welt überhaupt richtig verstehen könnt. Damit melde ich mich ab und lasse Gerald gerne das Schlusswort für heute. Ja, okay. Also vielen Dank. Ja, danke für den Hinweis. Ich muss natürlich jetzt dazu sagen, dass teilweise das Bücher sind, die ich jetzt, die aktuell zu kaufen sind, wo ich also keine Rechte dran habe. Das heißt also, die kann ich jetzt hier nicht als PDF hochladen. Nein, deswegen aber die kannst du in deinem Skript kannst du die verlinken, wo man die bekommen kann. Dass man, ja, okay, ne? Das geht. Verstehst du? Dass die Leute wissen, von wenn der mehr wissen wollen, müsst ihr da und da weiterlesen. Klick und dann gehen die dahin. Ja, das kannst du machen. Das meine ich. Ja, okay. Ja, jetzt bitte dich wieder. Genau, ja, also ich wollte bloß nochmal sagen, dass also dieser Fouché nochmal als kleiner Nachtrag eben ja da großgezogen wurde oder ausgebildet und aufgebaut wurde durch dieses französische Oratorium. Und dieses französische Oratorium, das war wohl damals sehr stark im Wettstreit mit dem Jesuitenorden gewesen. Und wie ihr ja vielleicht wisst, wurde ja der Jesuitenorden 1773 durch den Clemens im 14. Jahr verboten, aufgrund von gewissen Druck von außen. Und die Ausbildung, die er sozusagen genommen hatte, ist sozusagen in dieser Zeit entstanden oder hat sich ausbilden lassen in der Zeit, wo sozusagen erstmal offiziell der Jesuitenorden eben gar nicht in Wirkung war. Ne? So, wir wissen aber, dass die Jesuiten sich natürlich nicht alle in Luft aufgelöst haben, sondern dass sie im Prinzip dann alle möglichen, Decknamen und Tarnungen angenommen haben, um entsprechend weiterzuwirken. Und deswegen nur mal von mir diese Ergänzung, dass sozusagen auch dieser Geist, in dem sozusagen dieser Fouché eben erzogen wurde, in den Klostermauern, wie wir es hier gelesen haben, eben dann durchaus auch diese jesuitische Prägung hat. Ne? Nur noch mal das grob noch mal geschichtlich einzuordnen. Genau. Ja, wie gesagt, das Problem ist, man findet immer mal wieder was. Ich bin ja schon dabei und sage, wir wollen wieder zurück zur Lesung. Und komischerweise ist es tatsächlich so, dass in dem Spiegelartikel ein sehr interessanter Absatz noch zu lesen ist, wo ich gedacht habe, das ist doch genau das, worum es bei uns in der Lesung geht. Jetzt verrate ich natürlich nicht den Absatz. Aber ich würde mal sagen, vielleicht kriegen wir den nächste Woche noch mal gelesen, weil damit haben wir schon wieder den Kreis, der sich absolut schließt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles war schon mal da. Und umso weiter wir uns ein bisschen mit diesen Dingen beschäftigen, auch in diesem eingeschränkten Rahmen, wie wir eben die Möglichkeit haben, umso mehr, denke ich, bleibt hängen und umso mehr können wir auch ein bisschen in die Zukunft gucken, wobei wir wissen, welchem Herrn wir dienen und warum wir das tun. Und das sollte natürlich in erster Linie die Bibel sein und nicht, dass man sich mit diesen ganzen Menschen rumplagt, die einem mehr oder weniger das Leben bloß sprichwörtlich zur Hölle machen. Ne? Also von daher ist es, schließe ich mich Jörg sein Schlusswort an und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Es wird auf jeden Fall spannend, es bleibt spannend und in dem Sinne euch einen schönen Abend und bis bald, Maranatha.